Willkommen zu unserem Webinar heute. Wir haben einiges vorbereitet für heute. Wir versuchen wirklich pünktlich um 10 fertig zu sein. Also das heißt, könnte sein, dass wir das eine oder andere skippen, weil wir bei der Vorbereitung gemerkt haben, dass wir echt sehr, sehr viel Content haben. Deswegen halten wir uns mit unnötigen Sachen gar nicht so lange auf. Willkommen noch einmal. Es geht heute um Sub-Fury Elements. Vielleicht eine Mini-History dazu. Die History ist einfach die, dass ich im letzten Jahr öfters von Fury und Fury Elements und so weiter gehört habe. Dann immer wieder auch Kollegen gefragt habe, Kunden gefragt habe, was sie davon halten. Und eigentlich immer wieder überrascht war, dass das wirklich keiner wirklich kennt oder nicht genau beschreiben kann, was das ist und so weiter. Und zuletzt erst heuer im Sommer noch einmal, da war auch wieder ein Kunde, der gesagt hat, er hätte gerne eine Fiori-Anwendung und das ist so aufwendig, so kompliziert und das wäre eigentlich nur ein List-Report gewesen und auch dort habe ich nochmal darauf hinweisen müssen, dass es eigentlich was Nettes gibt und so weiter und es war wieder nicht bekannt. Deswegen ist das Ziel auch von dem Webinar heute ein bisschen Klarheit reinzubringen, was denn eigentlich die Fiori-Elements sind, wo man es verwenden kann. Wir haben einige Demos vorbereitet, wir werden was auf der Web-ID wahrscheinlich herzeigen, ein bisschen was im Visual Code. Und wir werden auch ein bisschen in die Geschichte eingehen, und das möchte ich auch dann gleich an den Sören übergeben, der nämlich, noch nicht ganz, ich muss noch vorher was herzeigen, aber der Sören, der uns heute wieder super unterstützen wird, das ist, glaube ich, schon das dritte Mal jetzt dann mittlerweile. Ja. Ich glaube, das ist jetzt dann eher Standard, oder, dass du uns immer da unterstützt Na gerne, und deine Expertise zur Verfügung stößt. So, ich gehe jetzt gleich mal mit den Folien los und dann übergebe ich an dich. Aha, das geht jetzt, ne? Doch nicht. Moment. Ich versuche noch gerade das mit der Fernbedienung. Jetzt geht's. Okay. Ja, Mini-Agenda, ich gehe da, glaube ich. Oder nein, machen wir schnell. Ich mache Einleitung. Sören jetzt ein bisschen was zur History. Der Tommy wird und zu OData. Tommy wird ein paar Sätze zu CAP sagen, weil das auch immer wieder gefragt wird, was heißt das jetzt mit CAP und so weiter. Dann werde ich wirklich ein bisschen Fiori Elements herzeigen mit einem Demo. Dann gemein auf die Idee, die es gibt, weil manche haben schon gehört, Web-ID ist irgendwie nicht mehr ganz aktuell und verschwindet dann irgendwie aus dem Trial-System und so weiter. Und hinten noch gehen wir noch auf Fiori Tools ein und Flexibility und Erweiterungsmöglichkeiten werden wir nur relativ schnell abhandeln, wahrscheinlich, weil es nicht ganz ausgeht. Kollege ja. Sören aus Deutschland unterstützt uns heute. Herzlichen Dank dafür noch einmal. Ich gehe da drüber, wenn es für dich okay ist. Und ich gehe auch bei unseren schnell drüber, dass wir weiterkommen. So, was ich nämlich hinweisen möchte, ist das Erste. Es wird heuer keine Inside-Track in Wien geben, auch in München nicht. Und wir haben uns mit den Kollegen in München kurz zusammengesprochen und haben uns entschieden, dass wir eine Online-Track machen. Das heißt, wir werden zwei Nachmittage im Oktober, einen Abend und einen Nachmittag organisieren, wo es auch natürlich sicherlich tolle Vorträge geben wird und so weiter. Ich lade alle dann herzlich ein. Es gibt schon Informationen auf der Wiki-Seite, der Link ist unten. Registrieren kann man noch nicht, wird aber sicherlich demnächst auch freigeschalten werden. Also ich lade alle dazu ein, da mitzumachen, teilzunehmen, vielleicht auch den einen oder anderen Vortrag zu halten. Wäre interessant, wenn wir uns oder super, wenn wir uns da wiederfinden würden. Das zum Thema Inside-Track. Jetzt, Sören, wärst schon du dran, wenn es recht ist, und erzähl uns ein bisschen was über die History und über Fiori und Fiori als Produkt etc. Danke. Genau. So, erstmal auch von meiner Seite nochmal ein herzliches Willkommen an alle. Fangen wir mal an mit dem Thema History, weil es auch viele Leute noch nicht wirklich irgendwie kennen oder einschätzen können, beispielsweise. Für viele ist ja noch das Thema UI5 Fiori etwas ultramodernes, wobei es eigentlich gar nicht mal so modern ist, wie ich letzt erfahren durfte, habe ich da ein bisschen rumgefragt bei Kollegen und auch bei der SAP-Community auf Twitter. Und zwar beginnt die Geschichte von SAP UI5 2009 schon, also mittlerweile 11 Jahre. Wir haben verpasst, letztes Jahr das 10-Jährige zu feiern, mit dicker Torte und dergleichen. Damals als Project Phoenix wurde dann 2011 als offiziell SAP UI5 auf der TechEd vorgestellt, bevor dann 2013 SAP Fiori rauskam. Damals war SAP Fiori noch ein eigenständiges Produkt. Der erste Wurf von SAP Fiori als Produkt, was sogar noch lizenzpflichtig war, ich glaube 250 € pro User pro Jahr, waren sagenumwobene 25 Apps in der ersten Version. Damals auf SAP UI5 basiert und wie ich mir habe sagen lassen, gab es damals noch den Vorgänger von dem SAP Fiori Launchpad, nämlich die Fiori Launch Page. Hat wohl auch nur bedingt funktioniert. Wenige Kunden hatten es damals im Einsatz. Die im Einsatz hatten, hatten wenig Freude dran. Und was damals auch noch das Besondere war, dass damals konnte man auch schon ja eigene UI5-Apps bauen, aber da war das wirklich noch so, dass es ein Lizenzmodell gab und man für jeden OData-Call bezahlen musste. Also es gab irgendwie so ein Bundle, ich glaube, es waren irgendwie 3000 OData-Calls für irgendwie 150 € oder sowas. Aber auch noch eine traurige Kiste damals. 2014 kam dann das richtige Launchpad und
mit 2015 kamen dann die Fiori UX Guidelines. Diese Fiori UX Guidelines haben dann den normalen Entwickler dazu enabled, Fiori Apps zu bauen. Also sprich, erstmal waren es nur Fiori-like Apps und irgendwann hat sich die SAP davon distanziert, dass sie sagen, Fiori ist das fertige Produkt mit diesem fertigen, damals dann im 2015 waren es um die 500 Apps, sondern jeder kann jetzt Fiori-Apps bauen, sofern er sich an die Guidelines hält. Dann war die große Fiori Harmonization, wo dann eben auch die SAP-GUI-Anwendungen über den ITS ins Fiori Launchpad eingebunden wurde und Fiori 2.0 mit dem SAP-Release-Theme rauskam. Zu dem Zeitpunkt hat auch die Partnerschaft mit Apple begonnen, dass auch diese kleine Abspaltung gab, SAP Fiori for iOS. Genau, und 2017 war dann das Thema Fiori Apps für jedermann möglich, Apps dahin zu bauen. 2018 hat die SAP den nächsten Schritt gewagt und hat mit den SAP Web Components das Fiori Paradigma auch für andere Programmiersprachen und dann für andere Web-Anwendungen zugänglich gemacht. Und seit 2019 gibt es dann halt eben auch SAP Fiori 3.0. Das mal als kleiner Einstieg zum zeitlichen Einordnung. Was hier sehr wichtig ist beim ganzen Fiori-Thema, auch gerade bei Fiori Elements super wichtig ist, ist es erstmal OData zu verstehen. Dazu gibt es einen Haufen Calls und Haufen Webinare, YouTube-Videos etc. pp. Aber was ich dennoch immer wieder mal höre, was ist ein OData, sagen viele, das ist ein komisches SQL für REST. Okay. Oder irgend so ein komisches Protokoll von der SAP. Punkt 1. OData erweitert den REST-Abfrage oder Web-Service-Abfrage um eine SQL-ähnliche Abfragesyntax, was eigentlich ein cooles Feature ist, aber OData ist halt weit mehr als das. Und als nächstes, wer hat es erfunden? Es waren nicht die Schweizer, sondern es war Microsoft, die OData erfunden haben. Also sprich, es kommt nicht aus Waldorf, bei der SAP wird es gerne genutzt, aber schuldig daran ist Microsoft, wem sich taugt. OData ist ein HTTP-basiertes Protokoll. Ist nicht so. Baut auf ODBC und JDBC auf, so wie man von der Art und Weise, wie es halt eben verwendet wird. Also sprich, es ist technologisch eigenständig, aber davon inspiriert. Und was wir halt eben, also sprich auf der rechten Seite seht ihr nochmal so ein bisschen so die Erblinie von OData, wo kommt was her, was wurde von wo inspiriert. Und eines der größten Vorteile, die wir bei OData haben im Vergleich zu normalen nackten REST-Anwendungen, dass wir halt eben ein Metadatendokument haben. Dieses Metadatendokument, auch häufig als EDM, Entity Data Model, bezeichnet, oder man findet auch diese EDMX-Files, findet man auch in diversen Tutorials und Guidelines von André Fischer, das heißt das EDM, wird der Service ausführlich beschrieben. Das heißt, wir kombinieren in diesem, auf diese Art und Weise die Vorteile von SOAP, welche so eine schöne WSDL hatten, mit der Flexibilität von den HTTP-basierten REST-Web-Services. Genau. Also, das heißt, was haben wir denn eigentlich? Wir haben unseren Datenstrom, der wir halt klar bei jedem Web-Service abfragen können, wo wir auch Daten reingeben können. Wir haben unsere Metadaten, die halt eben so einen Service beschreiben, welche Aktionen sind möglich beispielsweise, und wir haben Annotations. Und wir nehmen diese ganzen schönen Funktionalitäten, also Annotations sind nochmal einzelne Properties, anreichern und am Ende kommt OData dabei raus. OData und ABAP, wir werden heute uns überwiegend auf die, ich sag mal, moderne Technologien spezialisieren, aber um es auch mal einordnen zu können, ist auch so ein historischer Überblick ganz interessant. Und zwar beginnt OData in der SAP-Welt mit ABAP 7.0. Das war damals noch die ersten Freestyle-ABAP-Anwendungen, OData-Anwendungen. Alles noch klassisch über die SEGW umgesetzt. Und da durften wir manuell die MPC und die DPC, respektive die MPC-Ext und die DPC-Ext implementieren. Damals hatten wir Annotations und zum damaligen Zeit, mir war das gar nicht, also persönlich, mir persönlich war es nicht bewusst, was diese komischen Annotations überhaupt sein sollen, weil man hat irgendwie so ein komisches Vocabulary angebunden. Und je nachdem, was für ein Vocabulary, da gab es am Anfang so ein Wizard, hat man A, B oder C ausgewählt, hat sich die UI ein bisschen geändert, um diese Annotations zu pflegen.
damaliger Zeit. Wir waren noch alle jung, unerfahren und vielleicht manchmal auch ein bisschen doof. Ne? Schließe ich mich ein. Na, das gilt nicht für alles, Entschuldigung. Ach so, ich meine das Jungsein, ich war vor 10 Jahren alt. Aber ich wollte einwerfen, ich glaube, das ist mindestens 10 Jahre her, aber 7.0, wenn ich mich recht erinnere, um die 10 Jahre auf jeden Fall. Also das ist genau, schon sehr, sehr lang auch im SAP eigentlich verfügbar. Genau, da musste man halt noch die Gateway-Komponente, die IW, FND und die IW-BEP-Komponenten manuell installieren. Mit ABAP 47 sind sie dann schon in den Kernel reingewandert. Genau. Und diese Annotations waren, oder diese Vocabularies, die man damals angelegt hat, die haben halt eben dazu geführt, dass man eine Art die ersten Annotations hatte, die damals noch irgendwie so semi verstanden und verwendet wurden. Diese konnte man auch manuell über die MPC-Ext nacheditieren. Beispielsweise Date, Time, aber ich will eigentlich nur ein Datum anzeigen, also eine Annotation von Date, Time auf Date. War alles über manuelles Coding möglich. Also manch einer erinnert sich, wie es damals aussah. Sprich, ich habe erstmal meine Entität angelegt, habe den ganzen Namen angegeben. Wenn ich ganz fleißig war, durfte ich auch nur jede einzelne Eigenschaft manuell pflegen. Hat alles halt massiv viel Zeit gekostet. Dann am Ende sind 4 Klassen rausgepurzelt. Ne, einmal für die Daten, für die Modellanbieterbeschreibung, sprich, wie sieht dieses Service aus? Und dann für die Logik hinten dran. Und wenn man sich mal anguckt, was generiert wurde damals, sieht man, dass man hier eigentlich nur sieht, ja, nicht viel. Das heißt, man musste wirklich from scratch alles manuell machen. Man hat zwar ein Interface gehabt, man hat die Datentypen gehabt, aber die ganze Logik, die ganzen Create-Methoden, Updates, Deletes mussten alles komplett manuell selber implementiert werden. Also es hat ewig viel Zeit gekostet. Und da, Fürs, kommt wahrscheinlich auch durch deine Anmerkung her, der Kunde, der halt eben Angst hatte, oh, diesen List-Report, OData, Fiori ist ja so aufwendig. Jo, war es auch mal. Also an der Stelle kann man das bestätigen, weil wir haben ein paar Projekte gehabt damals und es war schon wirklich sehr, sehr aufwendig, das alles am Boden zu bringen. Aber es rennt noch immer. Also ich weiß von einem Kunden, die haben das immer noch voll im Einsatz und ist jetzt nicht verlorene oder wird nicht abgelöst irgendwann. Also funktioniert das natürlich nach wie vor. Genau. Du hast recht, ja. Ja, dann mit 47 kam halt eben das SADL-Funktionalität, was halt eben auch über SEGW funktioniert hat und wir dann die Möglichkeit hatten, die Service Adaption Description Language zu benutzen. Ein wunderbarer Zungenbrecher. Hier hat sich das gleiche Verhalten mit den ganzen Annotations, ne, auch über das Vokabular und die MPC-Ex pflegbar, aber das SADL-Framework hat uns die Query- und Read-Tasks abgenommen. Die wurden durch dieses Framework implementiert. Das heißt, wir haben uns unsere Entität angelegt, wie wir es halt eben kennen. Gibt es auch schönere Varianten, als alle manuell zu machen. Aber in der Service-Implementierung konnte ich halt eine Datenquelle zuordnen. Und diese Datenquelle konnte halt eben eine Business-Entität sein. Hatte ich halt eben die Auswahl, ob ich jetzt BOPF, CDS, DDIC oder sonst irgendwas benutze. Beispielsweise hier in diesem Beispiel habe ich die SCAR genommen, die Carrier. Habe die Mappings gemacht, wie heißt es in meinem OData, wie heißt es in meinem ABAP, einmal aktiviert und gut war die Laube. Und zwar nämlich wurde dann hier Coding reingeneriert, wo wir dieses IF-SADL so schön sehen, nämlich das SADL hat eben das ganze Data Provisioning gemacht, also sprich die Query und die Read-Methoden implementiert, aber halt eben Read-Only. Das sehen wir beispielsweise in dieser generierten wunderbaren XML, wo halt der Max-Edit-Mode auf RO steht für Read-Only. Das heißt, die Update Operations, die musste man noch selber implementieren. Nächster Schritt mit 57 kam das Fiori Programming Model for S4HANA. 57 mit, ich glaube, damals 1611, die erste Version von S4. Da hat sich nämlich ein bisschen geändert. Und zwar, nebst der SEGW gab es zusätzlich diese wunderbare Annotation OData Publish. Und dann habe ich meine CDS-View gebaut, habe diese Annotation reingehauen und hatte einen fertigen OData-Service. Super geil. Technologien, die wir verwendet haben, waren halt eben CDS. Wie gesagt, seit S4HANA First Class Citizen in der wunderbaren ABAP-Welt. Und mit dem BOPF, mit dem BOPF Business Object Processing Framework, konnten wir dann unsere CUDE-Operations implementieren. Und auch hier gab es auch die Möglichkeit, mit dem RDS, mit dem Reference Data Source, zu arbeiten, was uns weitere Möglichkeiten gebracht hat. Annotations, teilweise über das Vokabular, teilweise über MPC-Ex, aber primär über die CDS, wo ich die Annotations reinhängen konnte
oder über die Metadata Extensions. Und Vokabular und MPCX konnten halt nur über die SEGW gepflegt werden. Also sprich, hat die Möglichkeit, beide Wege zu gehen, SEGW oder Auditor Publish. In diesem Fall, Query und Read Operations laufen immer noch über SADL. Also SADL ist auch immer heutzutage noch da, auch im RAP noch da, irgendwo in den tiefsten vergraben. Will man nicht debuggen, funktioniert, aber macht keinen Spaß, das zu lesen. Und die CUDE Operations, also Create, Update, Delete Operations, die schreibenden Operationen, da musst du dann mal ein bisschen Hirnschmalz rangehen, weil gegen eine View schreiben ist halt immer ein bisschen komisch. Das heißt, ich habe dann auch direkt die View so angelegt als Datenquellenreferenz, habe meine CDS ausgewählt. Ich mache dann ein kurzes Demo, wo ich genau das verwende. Ach, super. Genau. Und kleine Info für viele, diese Naming Convention TP, Transactional Processing, hinter dieser CDS-View steckt ein BOPF-Objekt für die Write Operations. Und das sehen wir dann halt eben auch genau hier. Ne? Wunderbar, das hat man einmal durchgeklickt, einmal aktiviert. Da war dann mit einem fertigen Business-Objekt, habe ich diesen Auditor-Service in 5 Minuten erzeugt bekommen. Und dann gibt es jetzt seit Plattform 18.08, damals noch in der Cloud, mittlerweile auch seit 19.09 on-prem verfügbar, das wunderbare RAP, wo ich keine SEGW habe, ich habe kein Auditor Publish mehr, ich habe nämlich Service Definitions und Service Bindings. Das heißt, das ABAP RESTful Programming Model basiert auf CDS, basiert auf Behavior Definitions und Behavior Implementations, zeige ich nachher mal ganz kurz, also ein Bildchen. Und die Annotations gibt es nur noch aus CDS oder MDEs. Die Logik hier wieder Query and Read über SADL und die Create, Update, Delete über die BDEFs. Das heißt, ich habe eine Datenbanktabelle in diesem Fall. Auf dieser Datenbanktabelle definiere ich mein Datenmodell. Das ist die erste View, beispielsweise die Sales Order zur VBAC. Diese kann noch Associations auf weitere Views enthalten. Ich erweitere diese meine Behavior Definition und implementiere Logik, falls erforderlich, über meine Behavior Implementation. Dann sage ich, ich habe eine Service Definition. Welche Views will ich denn überhaupt exponieren? Ja, beispielsweise Kundenauftrag, Kundenauftrag, Position. Die sollen alle zur Verfügung stehen. Ich lege ein Service Binding an und mit diesem Service Binding binde ich es gegen ein Protokoll. Das heißt, ich habe mit RAP die Möglichkeit zwischen oder der V2, V4, wenn es dann mal da ist, oder V2 Web API oder whatever, kann ich ganz einfach mit so einem Dropdown durch ein neues Service Binding ändern, welches Protokoll ich verwenden will. Und die Preview wird sogar auch noch generiert. Diese ABAP-Plattform RAP ist auch bekannt unter dem Namen Steampunk. Ich kann aber auch zusätzlich, egal welchen Ansatz ich wähle, die Annotations nochmal in meine Fiori-App selber mitgeben über eine lokale Annotation-File. Bringt mir ein bisschen mehr Flexibilität noch mit rein. Das heißt, es ist eine Aufgabenstellung, die ich an den Webentwickler delegieren kann. Und viele von euch wissen es ja, dass ja der Domi und ich mittlerweile sehr religiös sind. Ne? Wir predigen mittlerweile das wunderbare ABAP in Eclipse, wo es denn nur geht. Und zwar, wer mit 7.50 rumspielen will und mit ABAP Plattform, der nicht mehr alles manuell machen will, der muss Eclipse verwenden. Sonst ist nicht, weil CDS only for Eclipse. Also, wer es bis heute noch nicht installiert hat, hat heute Nachmittag nochmal Zeit oder das Wochenende. Genau. Super. Dann perfekt. Gebe ich wieder zurück an die Kollegen. Genau. Perfekt. Ich wollte nur gerade dazu sagen noch, das RAP hat jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen verwirrend klungen, aber ich kann nur jedem sagen, wenn man sich damit beschäftigt, es ist relativ easy zum Verstehen, wenn ich ehrlich bin. Es ist alles ABAP, es ist alles erklärt gut, es gibt viel Content online, Videos und so weiter. Ich habe mich gerade selber wieder... Ja, aber okay. es ist nett, das ganze RAP. Das Problem ist nur, wir haben heute ein anderes Thema, das heißt... Schätzung auf die Folien, weil der Sören hat jetzt gerade über Annotations gesprochen und dass die Annotations eben Anreicherungen von unseren Daten sind. Und ich hoffe mal... Der funktioniert ja nicht, ich muss dann. Wieso? Moment. So, das passt. Der geht eh. Du musst es nur richtig hashen.
Ja, die Annotations kennen die meisten hoffentlich schon aus CDS-Views. Es haben hoffentlich schon alle mit CDS-Views gearbeitet. Das bietet eben die Möglichkeit, die Daten nochmal anzureichern. Das heißt, beim CDS-View mache ich einen Select auf eine Datenbanktabelle, kann man da Felder selektieren und mit diesen sogenannten Annotations kann ich dann Erweiterungen, Einstellungen und solche Sachen treffen, wie eben Subbufferung oder Textinformationen oder Mandantenhandling. Und CDS mit diesen Annotations bietet dann anderen Frameworks, die auf diesen CDS-Views aufsetzen, die Möglichkeit, nicht nur die Daten zu empfangen, also Selects drauf auszuführen, sondern diese auch interpretieren zu können. Da haben wir AMO-Data, irgendwelche ABAP-Sachen können auf diese Annotations zugreifen und können eben diese Daten hinter diesem CDS-View besser interpretieren, besser verstehen, besser anzeigen zum Beispiel. Einmal ganz kurz, es gibt eben beim CDS für diese ABAP-Annotations, die für die ABAP-Laufzeitumgebung zuständig sind, wo eben die Tabellenbufferung, das Mandantenhandling, irgendwelche DB-Views, die im Hintergrund, Datenbank-Views, die im Hintergrund angelegt werden, die Erweiterbarkeit, ob Authorization-Checks und so durchgeführt werden sollen. Das ist für die ABAP-Laufzeitumgebung, das sind die ABAP-Annotations. Und es gibt dann je nach Framework spezifische zusätzliche Annotations, um eben für eure Elements irgendwelche Labels, irgendwelche Gruppierungen einzustellen, um für BOBF oder für SADL relevant zu sein, dass ich da irgendein Mapping machen kann. Oder ich kann auch eigene Kunden, eigene Annotations erfinden und die dann in irgendwelchen ABAP-Entwicklungen von mir selber auslesen. Das heißt, ich kann sowohl die Daten selektieren vom CDS-View, als auch über die angehängten Annotations dann zusätzliche Informationen dazu bringen, um eben die Daten besser interpretieren zu können. Beim CDS-View hat das hoffentlich schon jeder gesehen. Kurzer Überblick. Wir haben hier ein CDS-View, wir haben Core-Annotations, die quasi für den gesamten View gelten, indem wir eben den SQL-View nehmen und den Authority-Check. Check ist gleich true, das heißt, das würde ausgeführt werden. Und es gibt dann auch noch auf Feldebene einzelne Annotations, wo ich zum Beispiel den Label, also die Bezeichnung, setzen kann für ein Feld. Currency ist sinnvoll, dass das Ding a Currency heißt. Das ist beim CDS-View. Das Coole ist, wir haben vorher gerade gehört, auch bei OData haben wir Annotations mit dem Vocabulary, mit dem Versteckten dahinter, das eigentlich nur ein Namespace ist. Und diese Annotations bieten natürlich eine ähnliche Möglichkeit im OData-Umfeld. Das Anreichern von Metadaten für das ganze Service. Das heißt, ich habe Zusatzinformationen zu meinem Service, das ich anbiete. Ich habe Zusatzinformationen zu den einzelnen Entitäten, zu den einzelnen Objekten in meinem Service und natürlich auch auf Feldebene. Und wir sehen rechts da einen Ausschnitt aus einem Metadaten-File, wo eben diese Annotations dabei sind. Und das, weil wir vorher von SADL gehört haben, SADL bietet im Hintergrund natürlich das Ganze als Mapper, um von diesen ABAP-CDS-Annotations auf diese OData-Annotations zu mappen und das Ganze automatisiert dann in OData-Annotations zu überführen. Das heißt, wir haben auch beim OData-Service die Möglichkeit, Zusatzinformationen anzugeben. Gut, so viel einmal zu den Annotations. Die werden dann später wichtig, weil natürlich das ganze Sub für eure Elements auf diese Annotations aufsetzt und aus diesen dann die Informationen zieht für das UI, für das Speichern, für das Lesen und einige Sachen mehr. Bevor wir jetzt wirklich zu Fiori kommen, also zu Fiori Elements, schauen wir uns noch ganz kurz CAP an. Weil das Ganze ist ja schön, dass das im ABAP funktioniert. Dann ist die Frage, warum brauche ich das nur für ABAP eine UI? Nein, es gibt auch das CAP, das sogenannte Cloud Application Programming Model. Das heißt, dafür da ist, um... Und CAP ist nicht der Nachfolger von RAP oder irgend sowas, falls das jemand in einem Blog lesen hat. Das ist einfach parallel. Das ist parallel genau. Entwickelt. Das Cloud Application Programming Model, hier die URL zum Einstieg. Es ist alles spitze dokumentiert. Es gibt viel Infos, es gibt viel Tutorials. Es ist, wieso funktioniert das manchmal, manchmal nicht? Es ist ein Framework und eine Toolsammlung, um Services und Anwendungen, das heißt RESTful Services und Anwendungen, auf Basis von, auf Basis von CDS-Views, das heißt
der Grundlage ist wieder ein CDS-View, ein bisschen anderer Dialekt, dass man das aus dem ABAP kennt, aber sonst genau das Gleiche. Über die CDS-View wird quasi das Datenmodell definiert, welche Objekte habe ich, wie sind die Relationen. Mit CAP wird da sogar die Datenbanktabelle selber erstellt, wenn man das möchte, und mit Daten befüllt. Das Framework also, oder die Nutzung kann man über Node.js oder über Java momentan machen. Gibt es eine SDKs für beides. Es unterstützt lokale Entwicklung mit VS Code zum Beispiel. Man kann lokal entwickeln, man kann sehr viel Mock-Daten verwenden, man kann das lokal testen. Und wenn man dann fertig ist, schießt man das Ganze dann in die Cloud, in die Sub-Cloud-Plattform, Cloud Foundry Environment, und hat das Ganze lauffähig in der Cloud mit einer SAP HANA, mit alle Use Authentication, Authorization und alles, was man braucht, zur Verfügung. Der Schnelldurchlauf, was ist CAP? Verstehe das richtig. Wenn ich jetzt im ABAP mir CDS für anschaue und Annotations kann, wenn ich mit Visual Code Studio Code arbeite, dann habe ich nicht so weit, dass ich CAP mache. Dann habe ich schon einige Konzepte verstanden, oder? Wenn ich CDS kann, wenn ich verstehe, was Annotations sind, wenn ich mir ein bisschen mit JavaScript auseinandersetze, nur ein bisschen, kann ich CAP rudimentär einmal verstehen, einfach ausprobieren, einfach machen. Es wird da sehr viel angenommen. Man braucht nicht wirklich viel programmieren. Man hat gute Unterstützung und kann das relativ schnell ausprobieren, testen und auch lokal machen. Basiert auf CDS. Es ist ein ähnlicher Syntax wie im ABAP. Wenn man das kann, kann man sehr viel auch in CAP schon machen. Deswegen die Info ist im CDS anschauen, Annotations anschauen, die Sachen anschauen, und man kann dann sogar Richtung CAP gehen. Der Gap ist dann nicht so weit Richtung CAP. Genau. Ein kurzes Bild aus Visual Studio Code. Wir haben das, das Coole ist, es gibt einen eingebauten Postman, das heißt, man kann eigene HTTP Select schreiben. Das Ganze wird dann sofort in place angezeigt. Aus meiner Sicht viel, viel besser als der Gateway Client für die tägliche Nutzung. Das heißt, du hast echt coole Unterstützung drin. Und wir sehen da auf der rechten Seite das Ergebnis von so einem Zugriff, von so einem Request. Du schwätzt mir da immer von der Präsentation weg. Ach so, ja, das kann sein. Und was wir hier sehen, standardmäßig liefert CAP OData V4. OData V4 wird von Fiori Elements noch nicht vollständig unterstützt. Deswegen gibt es die Möglichkeit, diese CAP-Objekte zu übersetzen in eine OData V2. Das heißt, wir sind wieder in dem OData-Bereich, in dem OData-Proxy, OData V2. Und das heißt, wir können on top, obendrauf, auch wieder Fiori Elements setzen. Das heißt, Fiori Elements als UI für CAP-Anwendungen, für RAP-Anwendungen, für ABAP-Gateway-Anwendungen, alles das gleiche UI, alles das gleiche Protokoll dahinter. Wenn ich es einmal verstanden habe, kann ich es überall nutzen und einsetzen. Weil oft manchmal eine Frage aufgedacht ist, was ist der Unterschied zwischen OData 2.0 und 4.0? Der grundsätzliche oder wichtigste ist, glaube ich, die Performance und die Reduktion der Datenmenge. Andere Features natürlich auch, aber es wird umgestellt auf JSON, soweit ich weiß, jetzt haben wir XML und nachher ist es auf JSON. Korrigiere mich, wenn ich falsch. XML und JSON geht immer in beides, aber die Datenmenge ist reduziert im OData V4, und es gibt ein paar zusätzliche Funktionalitäten, die es im V2 noch nicht gibt. Okay. Ein paar Sachen verhalten sich anders, ein paar coole Features kommen dazu. Es trifft uns jetzt nicht wirklich, glaube ich, momentan gerade, aber später haben wir halt mehr Möglichkeiten. Aber das beeinflusst jetzt nicht unsere Fiori Elements Projekte. So, ich glaube, jetzt haben wir die ganze Theorie, den Background mehr oder weniger geschafft. Also in 30 Minuten haben wir jetzt quasi Fiori von 2009 bis OData, CAP, alles durchgenommen. Perfekt. Ich hoffe, die Videoaufzeichnung funktioniert, weil das, glaube ich, das kann man sich immer wieder anschauen. Gut, das Ganze obendrauf setzen wir jetzt Fiori, aber ich glaube, das machen wir das nächste Mal, oder? Nein, jetzt machen wir schnell weiter mit Fiori Elements. Und das ist ja eigentlich gar nicht. Jetzt sind Fiori Elements. Theorie haben wir jetzt hinter uns. Ich muss jetzt ein bisschen auf die Tube drücken, sonst gehe ich mit den Demos, komme ich nicht durch. Aber, so, einfach ein paar kurze Schlagworte zu Fiori Elements. Also Fiori Elements, wie wir jetzt eh schon gehört haben, OData und so Annotations, ist ein Metadatengetriebenes Framework. Es ist jetzt nicht mit JavaScript Hardcore irgendwas ausprogrammieren die ganze Zeit, sondern ich definiere eher mit Metadaten, wie meine App oder meine Anwendung ausschauen soll. Es basiert auf Annotations,
ganz viel auf Annotations und Konfigurationen, wo man an gewissen XML-Dokumenten, JSON-Dokumenten, was auch immer einstellen kann. Aber was wir nicht tun, das habe ich gar nicht da, aber wir machen keine JavaScript-Codings. Technisch gesehen basieren die Fiori Elements auf die sogenannten Smart Controls, die es im UI5, glaube ich, schon jahrelang gibt, die eben mit den Annotations arbeiten, aber Fiori Elements ist noch einmal draufgesetzt. Also Smart Controls hat es schon länger gegeben, Fiori Elements ist noch einmal eine Stufe weiter draufgesetzt. Und genau, wir werden kein JavaScript programmieren, was mich persönlich auch freut, weil ich brich mir auch immer die Finger beim JavaScript, sondern mit den Fiori Elements haben wir einfach jetzt die Möglichkeit, auch als Backend- oder ABAP-Entwickler, uns einfach Fiori-Anwendungen raus zu generieren und die notwendigen Anpassungen, die können wir auch machen. Wir brauchen nicht Hardcore JavaScript machen. So, jetzt geht ein bisschen weiter. Wir haben eh schon ein bisschen hier Theorie gehabt, aber auf jeden Fall, wir haben jetzt verschiedene Backend-Systeme, NetWeaver ist eben 7.0, 7.40 und so weiter. Wir haben S4HANA, Steambank oder auch eine Cloud-Plattform oder was auch immer. Was wir brauchen, ist eigentlich nur ein O-Data. Das ist das Einzige, was Fiori braucht. Ein O-Data mit Annotations. Das kann jetzt ganz links sein, eben Gateway, CDS und POP, haben wir schon gehört. Oder RAP Business Services, das wäre die moderne Technologie jetzt. Oder bei Steambank natürlich auch. Oder es geht auch im CAP. Wir brauchen eben nur die O-Data und Annotations. Theoretisch sind wir so flexibel, dass wir auch mit PHP oder Python, wie auch immer, Web-Anwendungen bauen können, die O-Data liefern. Genau, außerdem nicht vergessen, O-Data wurde nicht von der SAP entwickelt, sondern von Microsoft. Es gibt auch andere Anbieter, die O-Data-Schnittstellen anbieten und wir können darauf ein Fiori setzen. So, Fiori Elements ist part of SAP UI 5. Nichts dazu, nichts Eigenes, keine eigenen Lizenzen, was auch immer. Das ist einfach dabei bei UI 5, wird einfach zur Verfügung gestellt. Beim Fiori Elements gibt es dann eine Application, also man hat eine Konfiguration, man hat gewisse Konfigurationsschritte zu tun. Das ist wirklich, dass man halt in ein paar JSON oder XML-Dokumenten da und dort was setzt oder einstellen muss. Aber wir sehen, wir brauchen jetzt in unserem Demo oder wenn wir was machen, jetzt einmal gar nichts machen, beziehungsweise gibt es Tools, die uns dabei auch helfen, dass wir die richtigen Einstellungen finden. Dann gibt es natürlich ganz wichtig die Annotations. Also ganz, ganz viel spielt sich einfach jetzt über die Annotations ab. Das werdet ihr nachher auch sehen in einem Beispiel. Es gibt die Möglichkeit, dass man Fiori Elements erweitern kann, aber jetzt kommt ein kleiner Spoiler für ganz hinten für die Folie. Alle raten, sehr, sehr vorsichtig umzugehen. Da kommt man in Teufelsküche, wenn man da wirklich zu viel tut. Das heißt, Fiori Elements ist natürlich ein gewisses Framework, hat einen gewissen Standard, hat aber Vorteile, aber auch natürlich vielleicht Nachteile. Ich finde, es hat Vorteile, weil ich mir als Entwickler jetzt nicht darum kümmern muss, wo die Fehlermeldung ausgehen wird, wo die Suchfelder sind oder wo jetzt die Buttons hinzufügen. Ich sage nur, dass ich ein Suchfeld brauche und dass ich eben einen Button möchte. Das erinnert mich ein bisschen an die Dympro-Programmierung. Ich finde auch klassische GUI-Dympro-Programmierung, wo wir als Entwickler uns gar nicht so viel Gedanken machen haben können, wo jetzt die Message ausgehen wird. Wir haben einfach gesagt, Message, egal wo. Oder wir haben gesagt, wir brauchen einen Button in unserem Status, egal wo. Das macht das Framework. Also es erinnert mich ein bisschen an das und man kann sich natürlich wieder mehr an die eigentliche Aufgabe widmen. Du meinst dann, Fiori Elements ist so ein Schritt zurück zu SAP GUI, ne? Nein, nicht von der Technologie oder vom Programmieren, aber von dem, dass ich mich auf das Wesentliche konzentrieren kann und mir einfach die Tools und die Frameworks, und es geht ja um das, dass mir die Tools einfach Arbeit abnehmen. Ja. Ja, und das Ganze erleichtern. Und vor allem braucht man nicht Gedanken machen, wie schaut denn jetzt deine Fiori-Style, wie schaut denn das jetzt aus, und wenn ich das Freestyle mache. Oben drüber ist jetzt noch kommen, SAP UI 5 Flexibility. Natürlich, die Fiori Elements unterstützen das auch. Das heißt, Flexibility, da geht es darum, dass sich der User Felder ausblenden kann, Bereiche verschieben kann, Varianten sichern. Gibt es verschiedene Punkte. Ich hätte noch Folien, aber das geht sich sicher nicht aus hinten. Das kriegst du dann per Mail. Backend, wir sind beim SAP GUI und auf jeden Fall ADT. CDS Views geht ohne ADT nicht. Das heißt, wenn man Fiori Elements machen möchte, ohne ADT geht es gar nicht. Gateway geht natürlich auch mit SAP GUI, wenn man da was rausgeneriert, aber wir brauchen die ADT. Frontend haben wir eben die drei Möglichkeiten, Web-ID, Business Application Studio und Visual Studio Code. Ich gehe jetzt gar nicht mehr drauf ein, Web-ID ist quasi voll zu Ende, die anderen zwei sind State of the Art, oder sind die Tools der Wahl. So, und warum macht man jetzt Fiori Elements? Ich meine, jetzt haben wir schon ein bisschen geredet, das Framework nimmt uns einiges ab. Das heißt, es beschleunigt einfach die Entwicklungen. Ich brauche nicht Tage oder Wochen vielleicht, um irgendeine UI5-App rauszubringen, sondern es geht wirklich oft in Minuten, könnte man fast sagen. Ihr werdet es im Demo sehen. Es geht relativ schnell. Es geht einfach, der Hauptgrund ist sicherlich die Beschleunigung der Entwicklung. Der Fokus ist auf die Business-Anforderungen. Es gibt ein konsistentes User-Interface. Ich muss mir eben keine Gedanken machen, wo, wie, was ist, sondern es ist ein bewährtes Fiori-Style, der mir da zur Verfügung steht, weil ich muss mich nicht drum kümmern. Zentrale Verwaltung, natürlich einiges wird zentral einfach, da macht es dann nicht 100.000 Apps, sondern ich habe das irgendwo im Backend und als Beispiel steuert dort mit Annotation sehr viel. Sehen wir aber auch gleich. So,
grob, wie schaut so ein User Interface aus? Rechts habe ich ein Beispiel. Ich zeige es euch dann am Demo. Jetzt gehen wir weiter. So, wenn man jetzt Fiori Elements macht, gibt es derzeit 5 Page-Typen, also vordefinierte Floorplans. Es gibt eine Art Overview-Page, es gibt ein List-Report, Worklist, Object-Page und Analytical-List-Page. Ich werde aber die kurz durchgehen. Mini-Overview-Page ist mehr oder weniger solche Kacheln mit KPIs, können wir sagen, mit Charts, die eine Art Einstieg sind. Das ist so quasi eine Übersicht über zu einem Thema, zu einer App und erst wenn ich ins Detail reingehe, sehe ich dann vielleicht, rufe eine Transaktion mehr oder weniger auf oder eine detailliertere Liste. Also die Overview-Page ist mehr oder weniger der erste Einstieg. Das zweite und das, was hauptsächlich oder was wir auch in Demo sehen werden, ist der List-Report. Das ist so die klassische, wie man halt früher ABAP-Listen programmiert hat, ganz, ganz früher. Es geht um das, ich habe irgendeine Selektion, ich habe Selektionskriterien, Filterkriterien und möchte eine Liste ausgeben und das als App zur Verfügung stellen. Das ist der List-Report. Dann gibt es noch die Worklist, die ist sehr ähnlich wie der List-Report. Da geht es ja darum, dass man eine Liste hat mit Tasks, die man abarbeiten möchte. Schaut vom Look and Feel ein bisschen ähnlich aus wie der List-Report, hat halt keine Filter oder ein bisschen Einschränkungen halt noch. Oder ein bisschen weniger Möglichkeiten. Dann gibt es das Screenshot stimmt das leider nicht, den habe ich nicht ausgetauscht. Dann gibt es die Object-Page, das ist nämlich eigentlich der wichtigste Floorplan. Das ist dann die klassische Transaktion. Meistens beginnt man mit einer List-Page und dann steigt man ein und dann hat man halt, wirklich das Material zu pflegen, den Geschäftspartner zu pflegen und so weiter. Das wäre dann die Object-Page. Und dann gibt es noch die Analytical-List-Page, da ist auch der falsche Screenshot. Habe ich eigentlich auch noch vorbereitet gehabt, da habe ich noch richtig gemacht anscheinend. Analytical-List-Page ist quasi Auswertung von O-Data-Informationen und Darstellung in Charts. Gibt es wirklich dann dort ein Diagramm, was auch immer, also viele, viele Charts, analytische Auswertungen der Daten, die man aus dem Backend bekommt. Wie gesagt, es gibt diese 5 Floorplans. Und weil ich eben schon so hinten noch bei der Zeit bin, machen wir gleich das erste Demo, damit man mal sieht, wie das eigentlich funktioniert. Ich steige um ins, was glaubt ihr, ins Eclipse. Ich habe das jetzt alles vor einer halben Stunde gestartet. Ich hoffe, dass das alles noch jetzt da ist oder ob wir gerne Abbruch kriegen. Das erste, was wir tun, wir legen uns einen CDS hier an. Ich hoffe, ich kontrolliere es sehr, ob ihr das seht. Ja. CDS für, man kann viele Wege, um ihn zu starten. Ich nutze einfach einen Wizard. I für Interface View. Movies 002. Und zwar, ich habe eine kleine Tabelle, eine Datenbanktabelle, da sind Filme drinnen. Und die Filme möchte ich, die gibt es schon, die sehen wir links da, ZZX Movies, da sind 10 Einträge, glaube ich, drinnen. Und was ich jetzt machen möchte, ich möchte einen CDS für anlegen und den CDS für dann als O-Data rauspushen und das dann als Fiori Elements verwenden. Also, Webinar, so. Sich nochmal schnell, wie man so einen CDS für anlegt. Jetzt ist genau das, was ich glaube, befürchte, dass er kurz die Session. Ja, passt doch. Ja. So, da kann man, wie ihr wisst, natürlich verschiedene Vorlagen auswählen. Wir machen einfach ein View. So. So, was, wenn es jemand noch nicht gesehen hat, seht ihr jetzt gleich mal, wie wir eigentlich CDS fürs Anlegen. Also wir wählen jetzt da die Data Source aus. Das ist jetzt meine Movies-Tabelle. Dann brauchen wir natürlich auch einen kleinen Datenbanknamen. Nicht vergessen, nur 16 Zeichen. Und dann gibt es eine Code-Completion, wo ich mir alle Felder einfach einholen kann. Das heißt, das sind jetzt alle Felder von meinem CDX Movies. Das seht ihr rechts, die Elementinfo, das sind die Felder. Also Code-Completion, alle Felder rein. Den Client möchte ich nicht haben, schlussendlich. Ich möchte dann nur die Movie haben, brauche noch ein Keyfeld. Also wenn man das jetzt rauspushen möchte, so Data muss man zumindest ein Feld das Keyfeld definiert haben. Aber im weitesten war es das. Das aktivieren wir jetzt. Während dem Aktivieren so ein kurzer Spoiler, dass halt eben diese SQL-View-Name, den der Fürst hier noch angeben muss, bald rausfliegen wird mit S4HANA 2020, gibt es ja dann auch CDS 2.0. Das ist richtig, ja. So, jetzt machen wir einen kurzen Kontroll. Zu viel geklickt, eine kurze Kontrolle. Es gibt den Data Preview, falls ihr den noch nicht kennt, wo ich dann ganz schnell kontrollieren kann. Ja, perfekt. Man sieht, der CDS für funktioniert. Die Liste ist da. Ein paar Filme, Kindergarten gehabt, Didi der Doppelgänger, einer meiner Lieblingsfilme. So, aber jetzt das, im ersten Moment war es das jetzt schon einmal. Also wir haben den CDS für angeklickt, wir haben nichts Annotation, also gar nichts Spezielles gemacht, was irgendwie jetzt für Fiori Elements wäre.
Jetzt suche ich mir gerade meine Subsession. Jetzt gehen wir in den Gateway-Builder rein. Und zwar, wir haben erklärt, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit geben mit OData Publish True. Oder der Publish True ist vielleicht genau. Der kürzeste Weg und der schnellste Weg. Nachteil von diesem OData Publish, dass man ein bisschen Flexibilität aus der Hand gibt. In dem Moment, wo ich es über das RDS und SEGW mache, habe ich halt eben die Möglichkeit, nochmal die Daten, die ausgelesen werden aus dem Framework, nochmal ein bisschen nachzupimpen in meinem good old-fashioned ABAP. Und hat mir in meinem letzten Projekt schon ordentlich geholfen, habe ich mir so ein paar Ebenen CDS gespart. Ich habe gerade ein Problem, dass ich in mein Backend-System nicht reinkomme. Das ist genau das, was ich eigentlich nicht wollte. Kannst du nicht einfach die Transaktion hier aufrufen? Du kommst das SEGW ja durchstarten, ja. Alles so. Wenn du zwei Icons neben dran wärst, schickt er gewesen. Das mache ich nochmal nicht. Ich habe jetzt gerade das Befürchtung gehabt, dass das System vielleicht wieder runtergefallen ist. Nein, doch nicht. Okay. Dann machen wir es innerhalb von Gips. Da bin ich jetzt nicht so ein Fan davon, wenn ich ehrlich bin. Aber okay, Tommy, du wirst dich freuen, oder? Tommy macht das nämlich immer so, Lars. So, was wir jetzt tun müssen im Gateway-Builder, es gibt verschiedene Möglichkeiten, haben wir gesagt, aber im Gateway-Builder muss ich jetzt einfach mir ein Model anlegen. Und wir legen uns jetzt eines an, das nennt sich ZCDX Movies. Mein Demo ist jetzt 002, weil das andere ist von gestern. Demo und ein Package. Nehmen wir dieses Package. Ich ändere da sonst nichts. Service with Sub-Annotations, das passt mir so. So, ich schon angelegt. Und jetzt wähle ich die Source, die Referenz, nämlich die Data Source. So, jetzt schauen wir nach, ob wir das da finden. Kurz F4, okay. Da sind wir schon einige da. Ihr seht schon, da ist der CDS, für den ich gerade angeklickt habe. ZZX eMovies 002. Den wählen wir jetzt aus. Denkt das System kurz. Da könnt ihr jetzt, wenn ihr mehrere Services oder mehrere Entitäten drin hättet, könnt ihr die auswählen. Ich sage jetzt, das passt mir natürlich. Das eine. Wählt das aus. Der Wizard wird auch alle Entitäten aus Associations mit anbieten, die zu laden für Suchhilfen und Co. Genau, und was sieht jetzt, genau, wenn man Value Helps hätte, ich habe jetzt einen ganz einfachen CDS. Naja. Man sieht, die Felder sind da, das schaut eigentlich im ersten Moment ganz gut aus. Ich tue sonst wieder nichts, ich habe es nur generiert. Und sage jetzt, also ich habe es noch nicht generiert, jetzt generiere ich es. Also jetzt, wenn die Laufzeit, die Runtime-Artifacts generiert, die Klassen, die der Sören ganz am Anfang erwähnt hat, nämlich die Model-Provider-Klasse und die Data-Provider-Klasse, könnte man jetzt da noch beeinflussen, könnte man sagen, ich möchte einen anderen Namen haben, was auch immer, wie es sowieso ein Standard ist, haue es in mein Paket rein. Warte einen kurzen Moment. Da gönne ich mir einen Schluck inzwischen. Das ist ja jetzt live. Ne? Beim Video hätten wir es zusammenschneiden können. Da hätten wir quasi zeigen können, das geht so schnell. Jetzt. Das dauert halt manchmal ein bisschen. Ja, aber das haben mal die Entwickler so einen ähnlichen Vorteil wie die Kollegen aus der Basis. Man klickt und wartet und wird dafür bezahlt. Genau. So, wenn wir jetzt runterschauen würden, die Objekte sind da. Schaut eigentlich alles ganz gut aus. Ich mache jetzt nicht weiter, ihr könnt jetzt die Klassen herzeigen. Ich gehe jetzt aber raus und muss jetzt eigentlich meinen Service pflegen. Da war es jetzt natürlich die Transaktion nicht auswendig. Tommy, weißt du das auswendig? Slash IWFND underscore maint underscore service. Slash maint underscore service. Du hast dann noch das Slash davor vergessen. Slash IWFND slash. Ja, bevor. IWFND slash. Nein, IWFND slash. IWFND? IWFND slash. Ja, okay. Weg damit, maint underscore service. Ihr seid ein Wahnsinn. Ich habe es nämlich in die Favoriten vom GUI eingeklickt. Ne? Die sind jetzt noch nicht da. Perfekt. Also wir haben das OData-Service aktiviert, generiert. Das heißt, wir müssen jetzt das Service auch da finden. Und das werden wir gleich feststellen. Weil es natürlich noch nicht published ist, noch nicht freigegeben. Aber ihr seht, es ist da. ZMovies 02 Service. Ja. Warte, ich mache mal zurück. Ich mache es lieber so. Wir fügen das Service hinzu. Da könnt, ja, das hat jetzt gar nichts mit Fiori Elements zu tun. Das ist einfach Gateway. Genau, daraus wird dann halt eben der SICF-Knoten generiert. Mit so, genau. Wurde successfully created. Wir gehen kurz zurück in die Übersicht. Blättern runter, sehen hier, haben wir das Service. Rufen es kurz über den Gateway-Client auf, einfach um es zu vergewissern, dass es funktioniert.
Jetzt haben wir das Screen-Problem. Seht ihr das jetzt auch gerade? Das ist das, was man sieht. Kopier mal einfach raus. Genau, ganz rechts, rechts oben. Rechts oben. Okay. Was versteht ihr ohne euch erst? So, jetzt machen wir nur kurz den Test. Ist erreichbar. Wir können uns jetzt auch die Metadaten anschauen. Das machen wir noch. Und dann gehen wir weiter. Metadaten anschauen. Ich schaue jetzt nur noch, sind die Elemente da, zum Beispiel Movie, Rating, Revenue. Da, die Informationen sind da. So, jetzt schließen wir das an der Stelle. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Ich will gar nicht mehr sehen da. Sollst du nur noch die URL vielleicht merken? Oder Service-Namen? Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So, wir gehen da raus. So, jetzt haben wir das generiert. Das heißt, das Rodata-Service ist von außen erreichbar. Jetzt gehen wir rein. Wir könnten jetzt die Web-ID nehmen, wir könnten jetzt das Business Application Studio nehmen. Ich habe mich entschieden für Visual Studio Code. Wir gehen da rüber. Ich habe es gerade noch gestartet. Ich habe nichts gemacht. Und jetzt, es gibt sogenannte Fiori-Tools, die helfen mir bei der Erstellung. Eigentlich habe ich hinten noch ein paar Folien dazu, oder vielleicht gehen wir noch ein bisschen drauf ein. Aber jedenfalls, ich starte jetzt die Fiori-Tools, die mir unterstützen jetzt bei der Erstellung. Und zwar gibt es Fiori-Tools, besteht aus mehreren Komponenten. Eine davon ist der Application Generator Launch. Man sieht das jetzt da oben. Den wähle ich jetzt aus, weil ich möchte eine Applikation jetzt von Scratch generieren. Ich möchte diese Liste generieren, diesen List-View. So, ist gestartet. Ich kann jetzt da, ja, ich muss jetzt einfach sagen, ja, ich möchte eine Fiori Elements Application generieren. Nächsten Schritt muss ich auswählen mein Backend-System. Wenn man das das zweite Mal macht, ist es schneller. Ich habe es heute leider das erste Mal jetzt noch gemacht. Es ist dann immer ein bisschen schneller. Und dann jetzt kommen gleich. Ein Video hätte es kürzen. Ah, jetzt haben wir es da. So, jetzt haben wir diese List-Page oder diese Floorplans zur Auswahl. Ich will Worklist, wie gesagt, oder Overview-Page. Ich wähle einen List-Report aus. Ich möchte nur diese einfache Liste. So, jetzt muss ich mir zuerst sagen, welches Backend-System habe ich. Ich möchte könnte verschiedene Systeme haben. Ich möchte ein SAP-System haben. Und ich nehme mein Testsystem, was wir da haben. Jetzt geht er schon rein und schaut noch, welche Services dort verfügbar sind. Fügt mal eine große Liste. Unseres müsste heißen ZCDX Movies 2. Das ist genau ja. Das, was wir gerade angeklickt haben. Jetzt holt er sich die Informationen. Wir haben jetzt nur eine Entity dort, nämlich die Movies 2. Das passt. Jetzt kann ich dem Projekt einen kleinen Namen geben. Ich sage jetzt da nochmal Projekt. Fiori Elements Projekt. Das ist eigentlich dann 5. Und dann haben wir einen Titel. Bla bla bla. Nix ist mir eigentlich alles. Advanced Options, da tue ich was weg. Und zwar so wie No. Und wir nehmen, wir können das Theme auswählen. Sagen wir weiter. Oder Finish. Jetzt dauert es wieder kurz. Jetzt wird da einiges gemacht. Nämlich, es werden die ganzen, ja, sage jetzt einmal Files, JSON, XML, Annotation-File, was auch immer. Es wird alles jetzt generiert. Alles, was für die Fiori-App notwendig ist, damit man sie ausführen kann. Auf Basis der derzeitigen OData-Informationen. Ihr wisst, wir haben nichts reingegeben, wir haben keine Annotations reingegeben und gar nichts. Das war der Tommy meint, ich muss Gas geben, ich kann nicht. Geht gut. Wir haben nur ungefähr 600 Folien vorbereitet. Das heißt, die Folien werden wir heute nicht mehr sagen. Die müssen wir nachher mit 25 Frames pro Sekunde abspielen, dann geht es noch. Ja. Oh, so. Bam, bam, bam. Aber dann gleich vorgreifend. Genau. Dieser Generator da, das muss man im Visual Studio Code dazu installieren als Extension. Wenn man das Business Application Studio nimmt und dort einen sogenannten Workspace erstellt und sagt, man möchte Vorentwickler machen, dann wird das dort schon mit dazu installiert. Das heißt, da brauche ich mich um nichts mehr kümmern, sondern ich rufe einfach den Workspace auf, generiere mir einen Workspace und es sind dann die ganzen Sachen gleich mit dazu installiert, mit verwendbar. Da brauche ich nichts mehr extra dazu geben. Stopp machen an der Stelle. So, er ist fertig, er hat gesagt, er hat das Dokument anlegen können. Und jetzt gehen wir her. Gehen wir da. Und jetzt können wir machen Preview. Wir schauen uns jetzt einmal an, was er jetzt schon darstellen würde. Da wird jetzt, da seht ihr unten das Terminal, die Konsole, da ist ein bisschen was gestartet worden. Da wird auch jetzt im Hintergrund ein Browser gleich aufgehen. Localhost 8081.
So, ich muss mich anmelden. Man könnte das auch mit Mockup-Daten machen, aber ich habe es jetzt so gestartet, dass ich es wirklich mit dem Backend mache. Und ihr seht, es ist da. Es klingt, schaut jetzt noch nicht viel aus, aber es ist einmal da. Jetzt muss ich das Video schnell wegtun. Wenn der User jetzt, der User könnte jetzt da zum Beispiel Felder einblenden. Ich nehme jetzt einmal zwei, eins nur. Und dann könnte man nochmal Go machen. Wir haben mal gesehen, es sind 8 Filme drinnen. Also geht jetzt ins Backend, holt sich wirklich die Daten. Die Movie-ID war vielleicht kein gutes Beispiel. Wir machen nochmal den Titel. So, ich habe die Filme da. Liste ist da. Perfekt. Aber natürlich ist es noch nicht perfekt, weil jetzt müsste der User jedes Mal, wenn er es neu startet, die Felder wieder suchen. Aber das Framework an sich funktioniert. Und was wir jetzt tun wollen, ist, wir wollen im Backend mit Annotation das Layout ein bisschen definieren. Deswegen, wo gehen wir hin? Wir gehen ins Eclipse. Ich brauche aber kein Gateway mehr. Ich brauche nur... Ich hoffe, ich habe es jetzt gehört, dafür gesagt, im Backend. Das heißt, er wird jetzt im Backend etwas machen und das Frontend anpassen. Das ist genau richtig. So, ich werde aber da ein bisschen was kopieren. Ich habe was vorbereitet. Und zwar zuerst einmal diese Annotation. Na, nimm die alle. Ja, das ist schon verschrieben. So, zuerst einmal zum Beispiel. Oh, weh. Dafür ist er jetzt ständig Probleme mit seinem Notebook und sagt dann immer, es ist Eclipse ist schuld, das Backend ist schuld. Keine Rückmeldung, das gibt es ja nicht. Okay, red du weiter, Tommy. Ja, ich hätte ja alle Annotations genommen, genau. Damit wir alles auf einmal herzeigen. Annotations, wir haben schon vorher gesehen, es gibt zum Beispiel eine mit der Position für die Zeile. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel diese, wo ich an der Position 10 den Titel haben möchte. Und dann danach möchte ich eben das Datum haben. Und dann haben wir noch irgendwo den Revenue und auch das Rating. Das heißt, ich haue die wirklich jetzt direkt in den CDSU rein. Das ist direkt vor dem Feld. Ich aktiviere das. Titel, Datum, Rating und Revenue. So, ist aktiviert. Ich gehe jetzt nur zurück zu meiner App. Ich mache jetzt nichts anderes wie Refresh. Ich habe kein Gateway geändert, ich habe keine Buffer weggehauen. Ich habe nichts eigentlich im Backend gemacht. Ich habe nur die Annotations geändert und ihr seht, Refresh, Titel, Date, Rating, Revenue. Mit einem Go kriege ich die Liste. Ihr seht, Metadaten getrieben. Im Backend beeinflusse ich das Layout. So, das zweite, das wäre das erste. Es ist nur die Position der Felder. Dann gibt es eine Annotation für die Selektion. Ich möchte nämlich haben, diese Felder auch in der Selektion zur Verfügung haben. Zum Beispiel den Titel und das Datum. Datum stehen wir an die Position 20. Wieder aktivieren. Refresh. Im Hintergrund wird eben das Ganze über SADL von diesen CDS-Annotations übersetzt in die ODAT-Annotations und die ODAT-Annotations werden dann interpretiert von Fiori Elements-Applikation. So, ihr seht jetzt an die Suchfelder dort Titel und Datum. Ich sage jetzt Didi, weil es gibt, glaube ich, den Film Didi, der Doppelgänger. Es funktioniert auch. Das heißt, ich habe wirklich nicht viel gemacht bis jetzt als Entwickler eigentlich. Wirklich nicht definiert. Macht mal das Framework, macht mal das ODATA. Und jetzt machen wir noch ein schönes finales Beispiel und zwar das Rating hier. Ich möchte, das Rating ist 1 bis 5 und ich möchte nicht nur ein Rating 1 bis 5 haben, ich möchte die Sterndal haben. Es gibt nämlich da eine Möglichkeit, das über Sterndal darzustellen. Und da gibt es auch wieder ein paar Annotations, nämlich genau die ich vor dem Rating hin tue. So, und zwar muss man das sagen, zum Beispiel, dass das ein Data Point ist. Sagt man hier, dann sagt man vom Aussehen oder vom Visualization Rating. Als Beispiel kann ich auch mal sagen, es gibt Code Completion hier. Also wenn ich hier schaue, sehe ich, welche Möglichkeiten es gibt. In dem Fall haben wir Rating. Da muss ich nur sagen, den Maximalwert und kann einen Titel vergeben. Rating Title, sage ich jetzt. So, ich aktiviere das wieder. Ich habe 4 Annotations dazugegeben für das Rating. Mach Refresh. Mach ein Go. Und ihr seht, die Darstellung vom Feld ist schon mit Sterndal gemacht. Also wirklich sehr, sehr easy und sehr, sehr einfach und sehr, sehr intuitiv vor allem auch. Also Herkules in New York nur mit einem Stern bewerten? Das ist... Okay. So,
Das war das Demo. Also ihr könnt euch das glaube ich jetzt vorstellen und so geht es weiter. Natürlich wird es komplizierter, wenn man eine Transaktion hat. Dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger, aber das geht auch über die Annotations. Über die Annotations sage ich zum Beispiel, ob ich Feldgruppen habe, welches Feld in welcher Feldgruppe ist und so weiter. Man sagt über die Annotations zum Beispiel die Priorität der Felder. Nämlich, wenn ihr ein kleines Device habt, entscheidet dann das Framework, welche Felder sind wichtig oder nicht wichtig und die unwichtigen werden vielleicht einmal ausgeblendet, wenn das Device von der Größe nicht geht. Also es ist wirklich sehr, sehr, sehr viel da. Was ich jetzt aber noch zeigen möchte, ist ein Beispiel, und da greife ich jetzt gleich zum nächsten Demo vor, ohne auf die Folien zurückzugehen, ist nämlich dann als Beispiel... Tommy, mute dich mal. Wir hören den Fuß doppelt. Und zwar ist ein Beispiel, ich weiß, dass es gibt da drüben einen Excel-Export normal, der ist aber jetzt da nicht aktiv. Den kann ich auch nicht über eine Annotation im Backend definieren, dass der aktiv ist. Sondern jetzt gehe ich wieder ins Visual Code und nutze diese Fiori Tools, die mir dabei helfen, zum Beispiel diesen Excel-Button zu ergänzen. Ich springe jetzt ein bisschen wegen die Folie, weil man sonst nicht durchkommt, aber das Demo ist, finde ich, einfach so wichtig. So, nämlich das kann ich, wie gesagt, nicht mit den Annotations machen. Aber ich gehe her, bin in meiner Anwendung, gibt es jetzt wieder verschiedene Möglichkeiten, wie ich starte. Aber diese Tools nennen sich Guided Development von den Fiori Tools. Ich kann es jetzt mit der rechten Maus starten. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles richtig dann gemacht. Auf jeden Fall kriege ich jetzt das schnell noch mal zu. Das interessiert uns nicht. Das interessiert uns auch nicht. So. Gehe nochmal zurück und sage es nochmal her. Es ist kein Button hier. Also da um den geht es. Und wenn ich jetzt diese Guided Procedure starte, was ich jetzt gerade gemacht habe, bei einer Liste der möglichen Wizards. Das ist einfach eine Wizard geführte Änderungen. Und ich möchte aber den List Page, möchte ich irgendwas mit einem Excel machen. Ich finde das jetzt da gar nicht. Deswegen sage ich jetzt lieber, ich suche mir da noch Excel. Ah, da haben wir schon. Das ist ein kleiner Filter. Enable Table Data Export. Ja, genau, das möchte ich. Dann ist eine kurze Erklärung, ist sogar ein bisschen grafisch dargestellt. Ja, genau, das will ich. Und jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, weil ich meine Page noch nicht zur Auswahl habe. Deswegen kann ich es euch eigentlich jetzt nicht ganz fertig anzeigen. Jedenfalls würde es jetzt, ich habe irgendwas mit der Page vorher versemmelt oder es hat irgendwas richtig generiert. Jedenfalls würde ich hier die Page auswählen normal und dann sage ich einfach Apply und er fügt mir genau dieses Coding ein, weil genau nur das ist relevant. Das muss bei dem JSON-Fuel müssen nochmal unten sein, aber ich sehe ihn jetzt gerade nicht. Da vielleicht. Dann nehme ich das alte Demo von mir, machen wir es da, dann sieht man es wirklich. Das vorige Demo. Zu. Dass man sieht, wie das funktioniert. So, hier. Irgendwas habe ich falsch gemacht bei dem anderen. Also ich habe jetzt da ich wähle die Page aus und sage dann zum Beispiel eben, ja, das möchte ich haben und sage Apply. Und das System ändert mal genau das notwendige JSON-File und genau die notwendige Einstellung. Also dieses Attribut wird jetzt auf True gesetzt. Jetzt starte ich dieses Demo von gestern, damit wir auch das Ergebnis sehen. Und wenn das geht, dann lasse ich es jetzt mit den Demos. Ich hätte noch welche, aber ich glaube, das reicht dann an der Stelle. So, das ist eine Demo, was ich gestern am Abend noch vorbereitet habe, aber im Prinzip das Gleiche. Da habe ich das dunkle Theme verwendet. So was tut man einfach nicht. Es gibt kein Dark Theme. Ich habe nur gespürt damit. So. Und jetzt sieht man schon, also ich habe jetzt die gleiche Liste. Und hab da den Excel-Button. Also das ist auch wieder etwas, ich muss nicht genau wissen, eigentlich, wo das ist. Das Tool, die Guided Developments helfen mir dabei. Wenn ich es dann einmal gefunden habe, wenn ich dann einmal weiß, wo das ist, kann ich es natürlich immer direkt dort ändern. Ja, gut. Ich würde dann so ausschauen, ich kann dann sagen Excel-Export und ich exportiere mir einfach die Daten in eine Excel. Und da gibt es, ich habe es gesehen, viele Steps. So. Ich glaube, an der Stelle war es mit dem Demo. Ich muss noch schnell die Zeit, Tommy. Gibt es eine Puh, okay. Wir haben aber eh schon die IDEs haben wir erwähnt. Ich glaube, da gehen wir drüber schneller. Wir haben über das gesprochen gehabt. Fullstack hast du schon erwähnt, wird verschwinden. Ist nochmal in der Trial bis Mitte Oktober da, glaube ich. Verschwindet dann. Also, wenn man das macht. Bis 13.10., ja. Genau. Also wenn Business Application, oder machst du, jetzt wirst du noch. Genau, also wenn die jetzt wer startet mit dem Business Application Studio, starten, das ist eben der Nachfolger von der Web-Idee, basiert, das Ganze ist online, man kann da drin Fiori-Entwicklung machen, CAP-Entwicklung, HANA-Entwicklung wird kommen
Unterstützungen für die Visual Code Extensions. Das heißt, alles, was im Visual Code als Extensions verfügbar ist, kann auch im Business Application Studio benutzt werden. Da ein kurzer Überblick. So schaut das Ding aus. Es ist ähnlich wie Visual VS Code. Man hat auch diese Fiori Tools, wie vorher erwähnt, schon vorinstalliert, wenn man das Richtige auswählt und hat den ähnlichen Wizard, genauso wie es der Föse jetzt gesagt hat. Wer will, kann Visual Studio Code im Lokal benutzen. Es müssen halt nur alle SAP-Erweiterungen entsprechend installiert werden. Das Ganze ist offline basiert und ist es Vorbild quasi für das Business Application Studio. Das heißt, wenn man sich in einem auskennt, kann man es relativ rasch auch im anderen arbeiten. Das haben wir jetzt gerade live gesehen. Und natürlich nicht vergessen, die ABAP Development Tools, die baue ich auf alle Fälle für die CDS-Views. Ich würde generell nur mehr im ADT arbeiten. So, jetzt hätten wir das ganze Thema noch für die Web-Idee gehabt. Das können wir skippen. Das schaut ähnlich aus. Ich gebe ihm einfach nur die URL und er findet alles genauso. Brauche auch nicht entwickeln, brauche auch quasi Guides oder aber ein Step-by-Step, der mich genau durchführt und die Objekte generiert. Wizards, wo man auswählen kann, wo man das alles eben findet. Gut, da SAP Fiori Tools, willst du noch was kurz sagen? Sag ich noch schnell, ja, okay, die Fiori Tools sind seit kurzer Zeit jetzt verfügbar, seit, glaube ich, Sommer 2020 habe ich geschrieben, und unterstützen einfach die Entwicklung dann und führen mich durch beim Pflegen der Einstellungen von gewissen Settings und so weiter und beschleunigen einfach noch einmal die Entwicklung natürlich. Vor allem diese Application, dass die Applikation einmal generiert wird, das ist natürlich eine wahnsinnige Hilfe. Ja, so mehr sage ich da jetzt eigentlich nicht. Es gibt die vier Sachen, sage ich noch, es gibt den Application Generator, das ist der, den wir jetzt gesehen haben, wo man wirklich durchgeführt wird, wo ich sage, okay, ich möchte jetzt einen List Report erstellen. Das zweite, was wichtig ist, es gibt was ich jetzt am Schluss gemacht habe, mit dem Excel eine Sammlung von Funktionen, die mich durchführen, wenn ich irgendeine kleine Änderung machen möchte, wenn ich irgendwo das Layout ändern möchte oder auch das UI verändern möchte, ein bisschen, was ich eben nicht im Backend machen kann, sondern das muss ich im Frontend machen. Guided Development. Dann gibt es noch den Service Modeler, da kann ich mir einfach ein bisschen Informationen von dem OData Service anschauen. Der Service, welche Entitäten sind da drin und so weiter. Service Modeler. Und ein viertes noch, es gibt da, wie ist es? Den Application Modeler, okay, da sehe ich die Seiten und die Beziehung der Seiten, kann dort dabei Einstellungen machen, habe ich noch nicht so oft verwendet, aber was noch sehr wichtig ist, es gibt den XML Annotation Language Server, das heißt im XML oder im JSON drin, gibt es auch sehr, sehr hilfreiche und funktionierende Code Completion. Das heißt, ich muss nicht alles auswendig kennen, sondern ich kann auch mit Code Completion mir relativ viel dort intuitiv mehr oder weniger dazu holen. Das wollte ich an der Stelle sagen. Das Demo gehen wir drüber. Erweiterungen haben wir schon erwähnt gehabt, geht eingeschränkt, der Spoiler ist SAP weist an so vielen Ecken hin, bitte mit großer Vorsicht verwenden. Also wenn es geht, einfach mit dem Standard versuchen zu arbeiten. Wie im SAP GUI, man hat da gewisse Dinge, die halt dann einfach nicht gehen. Wenn man von Haus aus schon mal merkt, okay, der Kunde hat viel komplexere Anforderungen, dann sollte man die Fiori Elements in dem Fall nicht verwenden, sondern Freestyle machen. Das ist quasi die Aussage da. Also Fiori Elements relativ einfach, relativ starkes Gerüst, relativ geringe Kosten, versus Freestyle Fiori hast, okay, es ist alles möglich natürlich, aber dafür komplex und höhere Entwicklungskosten, höhere Wartungskosten. So, jetzt haben wir eigentlich schon fast durch. Die Sachen wollte ich noch darauf hinweisen. Es gibt so, so viel Information, so, so viele Bücher. Es ist ganz schwierig, dass man da einen Überblick bewahrt. Die wichtigsten habe ich jetzt darauf genommen. Das erste ist, die wichtigsten Links, wo man einen Überblick kriegt über die Fiori Elements. Es gibt eine Community-Wiki-Seite, die sehr, sehr umfangreich ist, wo immer wieder neue Blogs reingeschrieben werden. Also die sollte man einfach wissen und kennen. Und natürlich die Design-Guidelines. Und dann gibt es zwei interessante oder wichtige Blogs, von denen man dann immer auf weitere Blogs kommt. Beziehungsweise das erste ist der Blog, das zweite ist der Tag auf alle Fiori Element-Blogs. Es gibt sehr viele Blogs von der SAP und von der SAP-Community. Es gibt viele Videos. Es gibt als Einstieg die von der SAP Fiori Elements eine Serie mit 7 Videos, die wirklich Step-by-Step durchführen, aber leider immer nur Frontend, also sehr wenig Backend, also sehr wenig mit den CDS für so wie sie jetzt gemacht haben, das fehlt an der Stelle meistens. Und noch weitere Sachen wie die Tutorials, die auch nur darauf hinweisen kann, dass die hilfreich sind. Step-by-Step wird man da Schritt für Schritt wird man einfach durchgeführt, wie man sowas macht. Die Tutorials auf der developers.com. Aber das ist das eigentlich. Und dann möchte ich noch darauf hinweisen, auf dieses eine Buch, weil das hat mir am Anfang eigentlich gut geholfen. Das ist gar nicht so alt, das ist relativ neu, das ist SAP-Entwicklung für SAP HANA. Und zwar sind da, glaube ich, 70, 80 Seiten, sehr guter Einstieg in Fiori Elements. Kann man, ich habe es wirklich so gemacht, kann man nehmen und in die Badewanne gehen und wirklich dann 70 Seiten durchlesen. Und man hat einen wunderbaren, schönen Überblick. Es geht nicht extrem in die Tiefe.
Es wird auch nicht viel über RAP geredet. Es ist noch eher so, wie es wir jetzt gemacht haben, mit Gateway und mit den CDS-Views. Mhm. Aber als Einstieg perfekt, finde ich. Also meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie ihr das seht, gut gelungen Einstieg. So. Das war nur, wir haben, okay, die Mini-Werbung in eigener Sache. Wir machen Workshops, also wenn jemand Interesse hat, wir machen solche Workshops, die Fiori Elements für Arbeitentwickler sind. Das ist die letzte Slide. Das war es eigentlich. Jetzt haben wir das ein bisschen durchpeitschen müssen am Schluss, aber wir wollen einfach pünktlicher werden. Also wir müssen uns mit unserem Zeitmanagement irgendwie arbeiten. Oder wir planen jetzt einfach anderthalb Stunden für das Webinar oder zwei. Genau. Vielleicht sollten wir einfach länger planen, ja genau. Aber eigentlich sind wir durch. Aber natürlich, wir sind jetzt noch ein bisschen online. Also wenn es irgendwelche Fragen gibt vielleicht, können wir das versuchen gerne zu beantworten. Genau, eine Frage, die ich immer wieder mal gesehen habe, wo ich auch gerne mal beantworten würde, zum eben Verwirrungen lösen, ist der Unterschied Buzz zu VS Code. Also das Buzz läuft halt eben in der Sub-Cloud-Plattform, basiert auf Eclipse Thea. Heißt zwar Eclipse, hat aber mit dem klassischen Eclipse, wo beispielsweise ADT läuft, recht wenig zu tun. Eclipse Thea sagt auf seiner Webseite selber, wir finden VS Code ist eine geile Entwicklungsumgebung, deswegen sieht unser Projekt aus wie VS Code. Ne? Mhm. So, Punkt 1. Und die Plugins, die für VS Code gebaut werden, funktionieren auch 1:1 in Eclipse Thea und vice versa. Das heißt halt, die SAP baut die ganzen Funktionalitäten, die wir eben brauchen für die HANA Development, für Fiori Development, für CAP als Plugins. Und diese Plugins kann man da sowohl im Buzz installieren, wo sie halt, je nachdem, was für ein Feature-Set ich auswähle, schon installiert sind, kann sie aber auch 1:1 ins VS Code installieren. Das heißt, da es wird kein Buzz on-prem geben, weil wozu ist das Gleiche? Mhm. Aber das ist eine Frage, war die häufiger mal aufgekommen. Genau, und auch die Überlegung, wann nehme ich was? Wenn ich Visual Code schon gewohnt bin, weil ich es jetzt schon benutze, weil ich schon was tue, nehme ich einfach das. Ich habe eine lokale Entwicklung, ich kann offline entwickeln. Wenn ich jetzt neu anfange und mich nicht auskenne und vielleicht außer über ein bisschen ABAP-Entwicklung noch nicht hinausgekommen bin, nehme ich natürlich Buzz, ist zwar online, aber es wird einem viel abgenommen, es kümmert sich darum, es installiert die Sachen, es läuft einfach. Aber rein technisch gesehen sind beide einwandfrei. Ich lese auch gerade die Fragen dazu, aber haben wir jetzt eh schon was beantwortet. Johannes hat gerade gefragt, ob die Eclipse IDE durch VS Code ersetzt wird. Ich glaube, die Frage hatten wir gestern auch mal in einer anderen Session. E-Mails dazu entweder an Thomas Fiedler oder Thomas Ritter. Ich glaube, er kann die Frage schon gar nicht mehr hören, wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt entweder keine Antwort oder böse Hassmails, eins von beiden. Das hängt von der Tageslaune ab. Bitte nicht also sagen, glaube ich. Genau, also die SAP hat jetzt, glaube ich, mittlerweile an die 12 Jahre investiert ins Eclipse IDE, wobei ein sehr großer Teil ja auch die Services waren, die auf der ABAP-Seite gebaut wurden. Es gibt auch die Open-Source-Projekte vom Marcello und vom Lars, die ja VS Code Grundfunktionalitäten beibringen, um Funktionsbausteine und Klassen zu generieren. Aber ich glaube nicht, dass die SAP in nächster Zeit da was machen wird, solange Eclipse ja auch weiterentwickelt wird durch die Eclipse Foundation und auch immer stückchenweise besser wird. Denke ich mal, da wird es erstmal sich nicht ändern. Die Frage mit dem ABAP Environment als Entwicklungsumgebung verstehe ich jetzt nicht ganz. Wie steht es um das Sub-Cloud-Plattform ABAP Environment als Entwicklungsumgebung? Also die Sub-Cloud-Plattform ABAP Environment, die wird halt weiterhin entweder als Trial, respektive halt dann eben auch für Einwurf von Münzen zur Verfügung stehen. Und die Entwicklungsumgebung dafür wird weiterhin Eclipse bleiben. Das funktioniert ja momentan tippidoppi. Und ich glaube, da wird die SAP nicht viel dran irgendwie ändern. Ich verstehe die Frage nicht so. Ja, genau. Also ich glaube auch nicht, dass da was geändert wird. Und alle Aussagen, was wir jetzt gerade vorher gesagt haben, von Thomas, dann auch immer, es bleibt, da ändert sich jetzt einmal nichts kurzfristig. Er kann ja auf Jahre hinaus sagen, was ist, aber aktuell wird sich da jetzt nichts ändern. Genau, eine Frage war auch, wie man aus VS Code in ein Frontend-System deployt. Ich glaube, das habe ich selber nicht gemacht, aber wird sich wahrscheinlich genauso verhalten wie bei der Web-IDE, dass es da irgend so einen Deploy-To-Button gibt, oder? Eine Frage, weil ich habe kein Bild mehr. Das Bild habe ich nicht mehr, weil meine Kamera flackert. Ich habe mir gestern eine tolle, teure Kamera gekauft und die flackert. Das haben wir jetzt gerade gemerkt. Aber jetzt habe ich es wieder eingeschaltet. Das ist wieder da. Na,
ja, Deployment von genau. VS Code Richtung. Die Fiori Tools unterstützen auch beim Deployment, aber das Backend muss schon eine gewisse Aktualität haben. Also, aber du kannst auch mit den Fiori Tools dann sagen, bitte spielen wir jetzt diese App ins Backend rein, dann wird es ganz normal wie bis jetzt als BSB-Seiten abgelegt und am RBAP-Stack quasi deployed. Bei der Web-ID, glaube ich, geht das auch ähnlich, ist auch, glaube ich, ein Wizard, der das auch zurückspielt. Fiori Tools habe ich selber dann leider bei meinen Demos ein bisschen Probleme gehabt, weil ich habe ein zu altes System verwendet und dann ist ein Teil nicht reingekommen, hat nicht richtig funktioniert. Dann hat es dann den Umweg wieder gegeben, manuell, ich habe natürlich die Files manuell hochgeladen mit so einem Hilfsreport und so weiter. Das geht dann schon, aber da kann schon sein, dass man noch ein bisschen Zeit investieren muss, damit man, das hängt, wie gesagt, sehr stark vom Backend ab, dass man das dann wirklich ins Backend auch reinbringt. Aber rein technisch machbar. Seit 2008 gibt es aber auch die Möglichkeit, wenn man in der Cloud arbeitet, wieder hier separat, dass man die Fiori-App als gewissermaßen BSP-Anwendung direkt in den ABAP-Stack rein deployt. Aber ich glaube, der Föß hat damit keinen Erfolg gehabt, viele andere auch nicht. Ich vermute, es geht nur bei Ebbe zu Vollmond, nachdem man drei Hühner geopfert hat und zweimal um den Monitor rumgetanzt ist. Also ist ein bisschen buggy. Also wir wollten das wirklich auch in den Demo auch nochmal herzeigen, dieses Deployen, aber das ist wirklich sehr, sehr problematisch manchmal. Also es funktioniert dann schon, man kriegt es dann schon hin, aber man muss ein bisschen herumtryen. Ja. Aber das wäre doch nicht so langweilig, wenn alles so easy wäre und so klick-klack und alles geht, oder? Irgendwas, das muss schon ein bisschen kompliziert auch sein manchmal. Okay. Genau. Der Andreas hat noch gefragt nach einem ordentlichen Kochbuch für die wunderbaren Annotations. Ja, wenn das wer findet, bitte mir auch schicken. Ja, also mir auch schicken. Also ich kann es wirklich, wir haben im Vorfeld nochmal viel recherchiert. Es ist so umfangreich, es ist überall es gibt ausführliche Dokumentationen, aber dann wie, in welcher Kombination man die Annotations, bei welchen Fiori-Elements verwenden kann, das ist nicht, das ist in Blogs ein paar und dort ein bisschen was und in einem Buch und so, aber es ist manchmal auch ein bisschen ein Try and Error, wenn ich ehrlich bin. Und es verändert sich auch von Release zu Release. Also mit einem neuen Fiori-Release gibt es auf einmal eine neue Möglichkeit wieder. Also es gibt noch kein sauberes Kochbuch. Es gibt voll viel Informationen. Mir hat am meisten geholfen, den Link, den ich in den Folien drin habe, diese Wiki-Seiten von der Community. Da ist eine sehr, sehr ausführliche und lange Liste von Blogs, von Links und so weiter. Und eben als Einstieg das Buch auf jeden Fall auch. Was mich persönlich immer stört, als ich bin so der reine ABAP-Entwickler, ich ärgere mich immer, wenn ich dann sehe, ja, das kann man ganz einfach lösen und dann sehe ich diese Screenshots aus diesem GUI-basierten Annotation-Modeller und die sind zum Teil wirklich so Briefmarkengröße, klickst du drauf, ist immer noch eine Briefmarke. Ich glaube, das ist ja auch so ein Open-Source-Projekt, dass man da mal so ein Repository anlegt für Use-Cases und wie man die halt eben umsetzt. Ne? Ja, das wäre, glaube ich, auch mal. Aber es ist gut dokumentiert, also auch wenn man dann in das API 5 auf die Homepage geht, wo die ganze SDK drin ist, auch dort sind die Elemente und die möglichen Annotations erklärt, aber natürlich jetzt nicht so, wie man es im CDS-Film macht, aber man findet auch dann dort natürlich die Notwendigen. Aber es ist sehr viel Suche und ich habe da schon angefangen, dass man natürlich ein Mini-Kochbuch für mich einmal macht, aber vielleicht sollte man das einmal irgendwo, so wie du gerade gesagt hast, vielleicht ist das ein Community-Projekt einmal. Ja, was ich wieder die Möglichkeit auf GitHub ablegen, diverse Use Cases in Anführungsstrichen als eigene Branches anlegen, dass man sich dann auf einem so grundlegenden zwei Entitäten durchklicken kann und die halt eben auch das am lebenden System dann sieht. Ja. Okay. Gibt es noch irgendeine Kommen dann alle Frage? Teilnehmer dann irgendwann einen Link? Die SICF-Knoten hat der Gregor beantwortet. Der hat auch allgemein zum Thema CAP und Plugins viel zu beitragen können. Genau, die ganzen Links werden wir dann auch Ja, der Chat ist eben mitgesichert. Sicher, Ole Brot. Ja. Danke, Gregor, wenn du noch da bist für die ganzen Nee, der hat schon los müssen. Aber er hört es dann im Video vielleicht und ich spiele es ihm noch vor. Letzte technische Frage, welcher Stack liefert jetzt letztlich die Webpage aus? Was meint er jetzt damit? Ach, HANA oder ABAP? HANA, was soll HANA sein? Nee, also es läuft alles auf dem ABAP-Stack. Also die HANA hat da drunter nichts, da keine besonderen Aktien drin. Nee, auch HANA XS nicht. Also ich glaube, das läuft komplett auf dem ABAP-Stack, da braucht man keinen User und sonst irgendwas dazu. No. Zu wenig Annotations zu UI? Hä? Zu wenig?
Ach so, was ist mit der Referenz im Core Data Service Buch? Vom Core Data Service Buch habe ich nur die erste Auflage. Kann sein, dass sie mittlerweile da nachgezogen haben. Also es war schon ein bisschen was drin, ne? Aber es ist halt immer auch gerade in Verbindung mit Fiori Elements. Hast du noch dann die separaten UI Annotations, hast dann die Analytics Annotations, hast die Object Model, die manchmal so mal so kombiniert werden müssen. Ich habe noch die 2018er Version. Ich glaube, die 2020er Version ist um 40 oder 60 Seiten gewachsen. Kann da das so ein bisschen zugekommen ist, aber hilfreich ist das auch durchaus. Hilfreich schon, aber Fiori Elements mäßig ist halt nicht so viel drin, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es mir digital haben wir es zumindest. Bei dem Handbuch ist noch am meisten drin, aber das fehlt vielleicht. Vielleicht müssen wir da mal die Subpress quasi bitten. Kannst du da was Spezielles machen, nur mit Fiori Elements? Ja, dann werden sie dich dazu bitten. Also es gibt auch ein Fiori Elements. Es gibt, ich meine, das Problem ist, sobald das Buch heraus ist, ist es schon wieder veraltet und passt nicht mehr. Also, ja, da kannst du in der IT eigentlich nie ein Buch schreiben, weil es ist immer alles wieder veraltet, wenn es rauskommt. Aber das macht er. Naja, gut, bei der SAP war ja 10 Jahre Dornröschenschlaf technisch gesehen. Ich meine, da hast du ein Buch geschrieben über Workflow, war 10 Jahre später nichts anderes, aber mittlerweile die neuen Themen, die rauskommen, da hat jetzt die SAP mal Druck drauf. Ne? Also. Aber wenn du jetzt ein neues Buch schreibst mit dem Stand jetzt, bei den Kundenprojekten kommt das erst mit 2, 3 Jahren Verzögerung an, dann passt das Buch eigentlich gerade. Ja, stimmt auch wieder. Ja. Aber dann musst du die alte SAP I5-Version dann nehmen. Das ist dann richtig, schon deprecated, die guten Namen nehmen. Also. Meine Frage basiert auf der Browser-URL, welche Localhost beinhaltet. Das ist diese Preview-Version, die jetzt da dafür es gezeigt hat. Das heißt, da lässt dann VS Code, ich weiß gar nicht, auf welcher technologischen Basis das ist, einen eigenen kleinen Webserver laufen. Also der, was wir im Beispiel gesehen haben, da generiert VS Code einen kleinen Webserver. Und es läuft dann auch die Preview wirklich auf deinem lokalen System. Genau, das ist aber, ich habe es gesehen, ich habe nichts dafür selber gestartet, ich habe nur quasi rechte Maus gemacht und eine Funktion ausgeführt und das passiert alles im Hintergrund und ich bin ja nur im Backend normal tätig, Frontend habe ich immer ein bisschen die Finger, Frontend meine im Fiori-Umfeld, ein bisschen die Finger davon lassen, aber jetzt mittlerweile natürlich, das kann ich jetzt auch super machen. Und wenn was ganz Spezielles wird, kann ich mal einen Kollegen dazu holen, aber die App an sich mache ich jetzt als Backend-Entwickler quasi auch, die Fiori Elements App. Und wenn es ein bisschen spezieller wird, dann gut, dann gehe ich halt zum Domi oder zu Kollegen, die mir dann dort wieder weiterhelfen, wenn es notwendig wäre. Ja. Ich glaube, der Jens Schmidt, der hat, glaube ich, auch die SAP-Reihenwerk kopiert. Also hat er auch alle Bücher. Also, das SAP-Fiori-Buch, das habe ich jetzt auch aktuell. Also ich habe mal eine alte Version gehabt, die fand ich nicht so toll. Vielleicht, also sprich, nicht mehr der Zeit entsprechend. Ich glaube, es kommt ein neues raus. Das habe ich jetzt nicht gelesen. Ich habe mir jetzt wirklich im Vorfeld das eine Buch gelesen. Deswegen kann ich das jetzt bestätigen, dass das beim Einstieg hilft. Und es sind 70, 80 Seiten genau mit so einem auch ein Beispiel. Und was auch hilft, auf jeden Fall diese Tutorials, die es von der SAP gibt. Also Tutorial, Developers.com, Tutorials, da gibt es ein schönes Tutorial, was ähnlich das gemacht wird, was ich jetzt gerade gemacht habe. CDS-View, genau. List Report und dann, glaube ich, sogar Excel-Export ist dort auch. Oder wo ich mich auch gerne bediene an den DMO-Flights, ne, sprich in den Demo-Datenmodellen in das Hub-RAP. Im Steampunk-System, die sind ja annotiert. Und da gucke ich mir mal an, was haben die denn da gemacht. Das habe ich jetzt vorhin auch gerade wieder erst vor ein paar Minuten oder kurz vor der Session gemacht, dass ich mir ein Beispiel gezogen habe. Also sprich, da sind die Annotations drin, fertige, lauffähige Anwendungen, man kann sich die angucken und kann dann gucken, okay, oh, die Annotation will ich haben oder so soll es aussehen, welche Annotations wurden dafür verwendet. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch in einem S4HANA-System ein paar SAP Standard Fiori Elements angeschaut, habe mir dort die Annotations ein bisschen abgeschaut. Das macht natürlich auch Sinn. Es gibt einige Fiori Elements Anwendungen im SAP Standard im S4HANA und natürlich kann man sich das dort auch ein bisschen abschauen, was und wie es geht. Wobei man fast auch als Entwickler einfach faul sein kann und sagen kann, lieber SAP-UI5-Entwickler, du hast ja eh nicht mehr so viel zu tun mit Fiori Elements, lern du mal die UI-Annotations auswendig. Das ist deine MDE-Datei. Ich wünsche dir viel Spaß. Genau. Arbeiten, delegieren. Ja, aber das kommt dann das, mit der Zeit, wenn man mehrere Anwendungen macht, dann hat man die Erfahrung und dann weiß man es dann auswendig und dann UI und dann Code Completion, dann findet man eh schon die Liste, dann kommt man schnell relativ schnell hin. Also wenn man es ein bisschen weiß, glaube ich, kommt man ganz gut weiter dann. Ich glaube, aber jetzt ist fast keine Frage mehr gekommen. Gibt es noch irgendeine Abschlussfrage, die wir beantworten können? Oder irgendein Wunsch fürs nächste Webinar? Weil wir haben uns jetzt gar nichts überlegt. In 2 Monaten wird wahrscheinlich wieder ein Webinar sein. Falls jemand irgendeinen Wunsch hat, können wir den auch noch reinchatten.
Sonst. Was hatten wir denn für Ideen? Wir hatten da irgendwie ab mal überlegt. Wir hatten irgendwie, also mein Vorschlag war ja die SQL-Features beispielsweise, was sich so in den letzten Jahren geändert hat, weil CTEs beispielsweise, Join von ETABs. Genau, geht jetzt alles natürlich mit 754. Ja. Nein, mit S4HANA hat sich das recht viel getan. Die Common Table Expressions heißen es, glaube ich. Den Select auf eine interne Tabelle, das ist natürlich nicht wirklich nett. Also man hat Arbeitcoding, hat eine interne Tabelle und macht eine Query-Operation gegen die interne Tabelle mit allen Aggregatfunktionen oder SQL-Expressions. Voll geil. Hallo? Das ist cool. For All Entries ist für die Vergangenheit. Also For All Entries kannst du dann, ich glaube, ab 17.09 kannst du ETABs joinen. Genau, Bob wird abgelöst durch RAP. Ja. Also da hat auch die SAP schon vor 2 Jahren gesagt, es wird irgendwann mal ein Migrationstool geben von Bopf Richtung RAP. Aber das ist, glaube ich, wird auch noch mit manueller Arbeit versehen sein. Aber wie gesagt, ich glaube auch erst mit S4HANA 2020 ist es wirklich vollumfänglich da, um nahezu die meisten Use Cases zu bedienen. Mit 19.09 hat man nur das Unmatched Implementation vom RAP. Also das heißt, es wird noch eine Weile dauern, aber ich sag mal, wer jetzt noch kein Bopf gelernt hat, der sollte lernen, sie zu lesen und zu verstehen, weil auch das SAP Standard basiert noch sehr stark auf dem Bopf Programming Model, aber der muss jetzt nicht wieder from scratch anfangen und sich dann tiefen reinfressen. Genau so ist es. Genau, im RAP gibt es auch die gleichen Validations, Determinations, Late Numbering, Actions und sonst irgendetwas wie beim BOPF, weil es die nächste Frage war. Und mit dem Vorteil aber, dass wir hier in diesem Kontext die Dingenskirchen haben, wirklich typisierte Schnittstellen. Das heißt, wenn du halt eben eine Determination baust oder eine Validation baust für eine S-Flight oder für eine Movie, dann bekommst du halt eben auch die Datentypen und die Elemente für das Movie. Und nicht wie Type Ref to Data, der beste Freund von Bopf. Ja. Einer. Okay. Ja, ich glaube. Genau. Sagt, nächstes Webinar schauen wir mal an. Wie gesagt, der ein oder andere kennt uns ja auf Twitter. Das sind wir ja. Vielleicht auch damit, du hast, glaube ich, gesagt, Devtober, dass wir das zusammenfassen. War das von dir oder war das von dir, Sören? War auch von mir, glaube ich. Wäre vielleicht auch eine Idee, was da jetzt gewesen ist, welche Videos es jetzt im Nachhinein gibt und so weiter. Also eine kleine Zusammenfassung. Devtober. Devtoberfest, ja. Warum eigentlich nicht? Devtoberfest wäre für die, die es nicht mitgekriegt haben. Das ist vielleicht ein bisschen zu spät, aber jedenfalls, wir sind quasi mittendrin mit vielen Videos, Workshops, RAP, ABAP, CAP und so weiter, von der SAP organisiert. Die Videos sind ja noch da, die kann sich jeder noch angucken. Man kann auch später die Videos machen und auch natürlich die Übungen machen und sich mit ganz neuen Themen beschäftigen. Auch Fiori Elements ist da, glaube ich, in der zweiten Woche war das ein bisschen dabei beim RAP. Dritte Woche mit dem Business Application Studio war es dabei. Genau. Die ABAP-Sache war sie auf jeden Fall, die habe ich selber durchgemacht und das war eigentlich recht nett. Man macht am ABAP-File-System ein komplettes, schönes RAP-Objekt mit allem drum und dran. Ich bin ja total heiß auf nächste Woche, weil dann kommen ja diese Exoten-Themen dran, wie beispielsweise wir programmieren VS Code Extensions und wir programmieren Chrome Extensions. Das wird schon ziemlich hard shit. ich bin mal gespannt. Bis jetzt war ich begeistert, aber noch nicht überwältigt von den einzelnen Vorträgen. Das heißt, vielleicht wird es nächste Woche ein bisschen besser, aber es ist noch ziemlich low level. Der Tommy hat so einen Anspruch. Also, na gut, ich glaube, das war's für heute, oder? Dann würde ich herzlichen Dank sagen. Danke nach Deutschland, Sören, für deine Unterstützung, wie immer. Danke für die Einladung und für die Vorbereitung. Genau. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder auch einmal direkt, wenn die ganze Corona-Scheiße vorbei ist. Aber dann freuen wir uns schon wieder, wenn es wieder mal in Wien bist vielleicht. Oder, nein, wir sind jetzt dann. Tommy, wir müssen jetzt immer nach Deutschland fahren. Also wir kommen dann nach Deutschland zeigen. Und auch danke noch an alle Teilnehmer und Zuhörer. Und muss auch sagen, dass wir haben jetzt eine dezente halbe Stunde überzogen und sind noch über 50% der Teilnehmer da. Also so viel Schrott haben wir gar nicht geredet. aber das sehen doch kann man ja reden. Aber ich wollte auf jeden Fall, dass wir um 10 Uhr häufig mit den Punkten durchsehen. Ja, wir haben ein bisschen was geskippt, aber wir haben es fast geschafft. Aber eigentlich...
Wir hätten es ja geschafft, wenn du nicht so lange redest jetzt, Sören. Dann hätten wir das ja locker geschafft. Ja, klar. Oder wenn du Eclipse nicht bedienen könntest. Das stimmt auch. Na gut, dann danke auf jeden Fall. Also? Ich glaube auch, dass die Hälfte der Teilnehmer vielleicht schon schlaft. Glaubst du? Möglicherweise. Na dann, gute Nacht. Okay, tschüss, danke super, auf jeden Fall. Danke. Macht's gut. Ciao. Baba, ciao. Ciao. Nein, jetzt sind eh alle munter. Wenn ich jetzt sage, für alle Bands ist das die Aufzeichnung, die sie macht. Ja. Aufzeichnung läuft, ja. Ja. Also dann, tschüss.